Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays bei lpg.de. Und zwar wieder mit mir, dem Neox, und ich glaube, das wird in Zukunft so bleiben, dem Shippo. Ja, voll. Shippo rules, bitches. So, ohne große Umschweife fangen wir jetzt einfach mal an weiterzumachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und es ruckelt ein Weng, wahrscheinlich weil es regnet. Das ist mir aber scheißegal. Er hat das S-Wort genannt. Was, Schlampe? Ich dachte Softie. Seva Softies. Oh, Schleichwerbung. Ha, wir haben 200 Euro verdient. So. Boah, ist das gerade am Ruckeln. Es geht weiter mit der schlechten Qualität, nur weil ich wieder dabei bin. Boah, Ruckel, Ruckel. Ich bin dafür, dass du unsere Let's Plays qualitativ irgendwie nach unten ziehst. Yep, das werde ich tun. Ja, das tue ich ja schon, meine ich. Das tust du ja schon, wollte gerade sagen. Kann man hier irgendwas dran machen, dass das nicht so rumfuckt? Erstmal könnte ich das mal auf plus 15% stellen. Vielleicht bringt das ja was, vielleicht seht ihr dann ja ein bisschen mehr. Wieso steht hier Balanced? Max FPS, Junge. So. So, das ist, glaube ich, jetzt... Das ist keine Ahnung, ob es besser geworden ist. Ich werde jetzt so Let's Playen, das ist mir voll egal. So, die Frage ist, was machen wir hier in die Mitte vom Boden? Ich wollte eigentlich nur außen eine Holzumrandung haben. Dann farmst du dir halt Wolle und dann... Wolle farmen. Ja. Von nicht vorhandenen Tieren. Pech. Willst du mir jetzt erzählen, dass bei dir auf der Insel Tiere gespawnt sind? Das weiß ich nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht so ist. Egal, ich werde meine Insel irgendwann so groß haben, werden Tiere spawnen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich hier am Boden reinmachen soll. Ich will da kein... Ja, ich mache da jetzt erstmal Cobblestone hin, dann. Nee. Doch, doch. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Holz und Cobblestone. Warum das? Zu viele Aufregungen. Zu viele was? Zu viele Aufregungen. Okay, wieso Aufregungen? Ja, weil Cobblestone und Holz mein täglicher Gebrauch war. Okay. Alter, wenn du da jetzt echt Cobblestone reinklopfst, ne? Was möchtest du sagen? Ach, mach den Cobblestone weg. In meinem Texture Pack sieht der gut aus. Ich hacke deinen PC und mache ein anderes Texture Pack rein. Nein, das wärst du noch nicht mal in der Lage, aber darüber diskutieren wir jetzt nicht. Was, dein PC zu hacken? Mhm. Es geht schneller, als man denkt. Gut. Muss ich jetzt den Beruf IT-Techniker nochmal erwähnen? Ja. An der Stelle ist das, glaube ich, relativ überflüssig. Was machst du da gerade mit dem Holz? Muster. Vergewaltigt ist, habe ich so das Gefühl. Nein, ich finde das toll. So, jetzt kommt da noch das Holz rein, wenn es hell wird und der Zombie mich in Ruhe... Hallo! Hallo! Wo ist der Fake Link? Nein, nix Fake Link. Na, wie geht's dir? Willst du mich nicht umarmen? Spar dir das, Drecksack. Machst du es nochmal, dann bring ich dich um. Psst. Ja, da unten, da hüpft was Grünes rum, das mag ich nicht. Sieht aus wie so ein kleiner abgehackter Penis. Haha. Helmut, du kommst ja nicht rein. Haha. Ich umarme die Tür. Boah, ist der blöd. So. Das sah nicht schlecht aus. Ich meine. Wenn du beide Türen zumachst, dann... Ah, er kommt rein! Ich hab beide schon umgebracht, aber das siehst du jetzt erst noch. Lol. Das eine war sogar ein Crit. Ich meine, wo du beide Türen zuhattest und er so da direkt stand, da sah das so aus, als ob er die Glasscheiben eingeschlagen hat und die Tür umarmt. Ja. Der macht mir immer noch Angst, der Typ da. Hallo, na wie geht's? Hey! Willst du nicht kuscheln? Aber bitte mit jemand anderem. Ja. Geh raus, hol den Zombie und mach bumm. Das ist kein Zombie.
Nee, ich hab gesagt, geh raus. Also, der Creeper, geh weg und hol dir einen Zombie und so, mach jetzt rum. muss ich erstmal vom Haus weglocken. Lieber mich als das Haus. Komm her. Pena. So. Und tot. What the fuck? Huckel. Daumen hoch, wenn ihr diesen Creeper auch nicht gemocht habt. Daumen rauf, favorisieren. Hallo, du heißt immer noch nicht Herr Tutorial. Meine Fresse. Kann ich auszuhalten, ey. What the? Somit habe ich bewiesen, dass dieses Let's Play doch noch unter 30% Niveau sinken kann. Ja, spätestens als das Wort Head Tutorial fehlt, also der Satz, also die Aussage. Aber naja. Fakt ist, ja, uns fehlt Holz und deswegen gehen wir jetzt Bäume abbauen und. Vergiss dein Bone Meal nicht. Och, wer braucht denn Bone Meal? Du. Nein. Ich brauche kein Bone Meal. Dann nicht, hast du Pech, dann wachsen die Bäume halt nicht. Ich brauche auch keine wachsenden Bäume. Ich habe immer noch meinen Erzfeind. Den Riesenbaum? Den nervigen Riesenbaum. Stirb. Was war das? Das war ein, ich muss mich hochlehnen und mir ein Kissen schnappen. Was willst du dir schlagen? Ich will's gar nicht wissen. Ein Kissen. Ach so, ja, Pussy. Ey, jetzt liege ich gemütlicher, ja? Mensch ist faul, also. Sekunde, wie du liegst. Das willst du nicht wissen und deine Zuschauer auch nicht. Gut, und somit ist das Niveau noch einmal um 15% gesunken. Yeah, wir haben's bald auf Null. Daumen rauf für 0% Niveau. Ja, und damit wären die letzten 15% auch verschwunden. Wenigstens, nein. Wenn du ein Lied einspielen musst, das so normal für Strip-Sachen genommen wird. Meine ganz andere Aussage, hier, falls dieses, also falls, wenn, also dieses Video, das kommt ja dann online. Falls ich bis dahin, also wenn ihr das Video gerade seht, noch keine 50 Abonnenten haben sollte, dann postet bitte weiterhin, und das ist jetzt extra eine Aussage für die Leute, die die Videos davor geguckt haben, weiterhin eure Kommentare und Fragen, vor allen Dingen Fragen an mich für das 50 Abonnenten Special. Nochmal so als Info. Auch wenn du 50 Abonnenten erreicht hast, die können auch weitermachen. Ich meine, du wirst nicht bei einer besonderen Sache extra dafür dann aufnehmen, oder? Was meinst du jetzt? Wenn du bei ihm bist? Nein. Egal. Anders. Egal. Anders. So. Schweige anders. Minute gewesen, ey. Ja, das war jetzt kurz. Ich mach da, glaube ich, diese Jeopardy-Musik rein. Dim, 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 dim. Also wenn du das vergisst, dann lache ich ehrlich. Ne? So, auf jeden Fall, ja, egal was auch immer, wenn ihr dieses Let's Play seht oder allgemein irgendein Let's Play von mir seht oder sonst irgendwas, postet eure gottverdammten Kommentare unter dieses Video. Schreibt, lasst irgendein Kommi da. Erstens baut das ungemein auf und zweitens, lasst Fragen da. Schreibt immer Fragen an mich, wenn ihr wollt. Alles, was euch einfällt, ob sinnlos, sinnvoll oder sonst irgendwas, es ist scheißegal. Ich will Fragen von euch haben. Jede Menge. Wegen des 50 Abonnenten-Specials und wenn dann noch mehr Fragen kommen und der Andrang wirklich so groß sein sollte, wovon ich zwar fast nicht ausgehe, aber schreibt eure Fragen, dann werde ich auch bestimmt nochmal außer der Reihe so ein Fragen-Video machen. Ein FAQ. Nein, wir nennen es nicht FAQ. Oh. Das heißt schon bei zu vielen Leuten FAQ. Ja. Das ist langweilig. Deswegen nennen wir das irgendwie anders. Und jetzt gehen wir Steine kloppen, weil wir cool sind. Schoki? Nein, ich werde jetzt nicht wie Tenz Schoko schreien. Scheiße, mach doch keine Werbung, ey.
Das ist mir doch egal. Apple Wars geil. Schon wieder Eisen gefunden. Eisen sagt. Sieht aber lustig aus in deinem Texture Pack. Ich mag es, ja, das stimmt wohl. Sieht eher aus wie Kupfer, aber gut. Dann da 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 da. Aber wenn ich nachdenke, irgendwie sieht's ehrlich aus wie Kupfer. Gut, dass du das jetzt noch siehst. Ich sehe es nämlich schon gar nicht mehr, weil ich schon wieder 3 Kilometer der Wand versunken bin. Ja, nee, bei mir ist das auch weg. Aber ich meine so, wenn ich nachdenke, auch im Original ist das eher Kupfern. Blitzmerker. Ja, das ist mir gerade mal so aufgefallen. Vielleicht seht ihr ja so mehr. Weiß ja nicht. Hier, dann. Mal gucken, ob ich da. Also bei mir sieht man nicht mehr, glaube ich. Doch. Ne? Ich habe das jetzt mal 70% nach oben gestellt. Jetzt ist es da hell, wo es gar nicht hell sein dürfte. Jetzt wird das gar nicht mehr dunkel. You see? Ja, aber trotzdem solltest du Fackeln stellen, denn bei mir ist das auch nicht so besonders. Ja, ich mache ja jetzt Fackeln, aber ich wollte trotzdem erstmal den Brightness-Schieber nach oben machen, damit es im Allgemeinen etwas besser aussieht auf der Aufnahme. Weil auf der Aufnahme ist es interessanterweise immer dunkler als bei mir auf dem Bildschirm selber. Woran das genau liegt, keine Ahnung. Grafik-Fail, Aufnahmen, Drecks, Kacken, Scheiße oder so. So, damit das ein bisschen einheitlicher aussieht, haben wir das auch noch weg. Guck mal, hier und hier sind Cobblestone hin. Hat schon wieder nach oben. Ich Frosch im Hals. Om nom nom nom. Komische Geräusche aus diesem Headset, aber egal. So. Was haben wir jetzt hier an Holz? Ja, Holz halt. So. Bam, 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 bam. So. Das war mal passt genau 64. Dö. So, und hier noch ein bisschen und da, und dann haben wir das auch. So. Sieht das auch ein bisschen gescheiter aus. Oh, nicht runter. Dam. So. Jetzt machen wir mal. Nein. So. Ich muss auch echt mal diese Map. Ich werde diese Map mal in so einen Chunk-Checker reinladen, der guckt, ob in der Nähe Slimes spawnen. Weil ich möchte unheimlich gern Sticky Pistons haben. So, das Problem ist, dass die ja nur einen bestimmten Chunk spawnen. Wenn man diesen Chunk dann erstmal, wenn man einmal so einen Chunk in der Nähe hat, ist das ja kein Thema. Dann kann man dann mal eben schnell da sich so eine tiefe Grube buddeln. Die muss nur groß genug sein. Einfach so ein großes Viereck aus dem Boden stampfen und dann spawnen die Viecher da drin. Aber das muss halt in einem bestimmten Chunk sein. So, weil ich will Sticky Pistons haben. Ich will mir einen Sandgenerator bauen. Wofür brauchst du Sand? Willst du Kakteen bauen? Nein, das Ding produziert so viel Sand, wie ich will. Ich könnte Sandstein machen und dann irgendwelche coolen Sachen auf der Insel bauen. Eine Sandburg. Ja, so in etwa. Wieso eigentlich nicht? Ja, dann musst du mir aber auch mal die Daten geben, ne? Ich meine, gleiche Insel und so. Ja. Da schon den Seed, das muss genügen. Hab ich noch einen? Ich hab noch einen Fisch, oder? Ich weiß es gar nicht. Doch, ja, bestimmt. Inseltruhe. Ja, 2 Stück sogar noch. So. Fisch. Omnom. Nein. Omnom, nom, nom, nom. So. Hä? Warum wollte ich gerade eine Spitzhacke fressen? So, jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir jetzt eigentlich hiermit? Ja, nichts machen wir damit. Erstmal, weil. Ist halt so. Die Frage ist, was machen wir allgemein jetzt? Haha, toll. Jetzt ist erstmal duster, das heißt, es geht erstmal wieder runter in den Bunker. Allgemein im Bunker mit den in Berlin, ich habe blaue Säule, kommt zum Knopfplatz. Da, Jamba Klingeltonwerbung. Hä? Jamba Klingeltonwerbung. So. Klopp, 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 klopp. Oh,
es dir ab. Bau es dir ab und geh nach unten. Geh zum Bedrock. Ja, nur weil du dich innerhalb von 4 Episoden bis nach unten durchgebuddelt hast, du scheiß Maulwurf. Ich habe einfach zu viel Zeit. Ja, nee, du hast die ganze Zeit unten unter der Erde verbracht. Habe ich das? Ja, so ziemlich, sonst hättest du es niemals geschafft, so ein Höhlensystem innerhalb von 4 Folgen anzulegen. Naja, meine Parts sind doch ein bisschen länger als deine. Nein, die haben fast alle 20 Minuten ungefähr. Mein erster Part hat schon eine halbe Stunde. Selbst schuld. Das war aber auch keine Ahnung warum. Du wolltest doch nur ein Mittel gegen mich in der Hand haben. Ja, auch. So. Boah, da fällt mir Musik ein, die ich jetzt benutzen kann dauerhaft für das Lost Island LP. Sicher, dass du nicht von Content-ID-Treffern redest. Nö, eigentlich nicht. Das Spiel ist viel zu alt dafür. Na denn. Ach ja, Leute. Ihr habt euch übrigens über die... Nee, das habt ihr euch nicht. Egal. Hä? Ja, das... sagt. Was ich jetzt sagen wollte, deswegen ist es egal. Was war das mit gigantischen Dinosaurierbällen? Ja, oh. Genau. But 5 and 6 are okay, but 7 suck big dinosaur balls. Yeah. Und du hast schon wieder Eisenhust. Ja, das ist nichts Neues. Wie gesagt, Eisen finde ich ja genug. Bloß an der Kohle hapert's. Ja, die habe ich jetzt einmal habe ich Kohle gefunden. Ich bin so ein richtiger Held, bin ich. Ich glaube, hier sieht man nicht gerade nicht sonderlich viel. So. Ich finde es immer witzig, dass du da so ein Loch in die Wand haust, um da deine Fackeln zu platzieren. Weil es cooler aussieht. Ja, ich finde es bloß witzig. Ja. Oh, Spitzhacke-Schrott. Jupp, das ist so eine Eigenart von mir mit den Löchern in der Wand. Meist mache ich das zumindest. Hier hatte ich es ja nur auf Notdurft gemacht. Aber normalerweise haue ich immer ein Loch in die Wand und hänge dann die Fackel da rein. Normalerweise, wenn ich jetzt Glowstone hätte, würde ich auch ein Loch in die Wand hauen und Glowstone reinsetzen. Ich finde das einfach cooler, wenn die nicht einfach so frei im Raum rumbaumeln, weil das nervt mich immer tierisch. Keine Ahnung warum. Ist halt so. So, Cobblestone. Außer natürlich in den Häusern oben. Ja, da mache ich natürlich kein Loch in der Wand. Ich baue hier nicht extra 2 dicke Wände, damit ich da irgendwelche Dingens Fackeln in die Wand einlassen kann. Wobei, warum hast du jetzt deine Fackeln in die Kiste gepackt? Keine Ahnung, warum ich das getan habe. Weil ich es jetzt wieder zurückpacke. Ist doch cool. So, Stone Sword kann auch erstmal weg. Flint kann weg. Sand kann da oben rein. Die Erde. Ich muss dich auch nicht fragen, warum du die Schaufel reingepackt hast. Weil ich sie da reingepackt habe. Ist doch mal eine Antwort, oder? So, das kann da rein. Die Kohle brauche ich jetzt gleich. Lululul. So, da. Dann die Saplings kommen. Hole ich eben die mit rein. Wobei ich brauche eigentlich nur. So. 4 Bone Meal. Für den nächsten Tag die Stones da hoch. Ja, genau. Genau das, Shippo. Das ist das. Niveau 5% erreicht. Yes. Nein. Bam. So. Größere Truhe, yay. Und ihr könnt mir jetzt ultimativ dabei zugucken, wie ich die Truhe sortiere. One minute left. Tatsache? Yep. One minute zu 19 oder allgemein? Zu 20. Oh, super. Der Part wird zu lang, Leute. Ich entschuldige mich jetzt schon. Nur weil du so ein Slowpoke im Kistensortieren bist? Nein, ich will sie gescheit sortieren. Das ist der Unterschied. So, das noch darin und dann mache ich ein riesiges lautes Geräusch in dieses Headset. Und dann gucken wir mal raus und stellen fest... Darkness. Darkness falls, aber no Viecher hier outside. Egal, ich will es nicht drauf anlegen. Gut, auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Der Part war jetzt nicht sonderlich interessant, weil ich nicht weitergebaut habe, weil ich irgendwie beschäftigt war mit meinem Gedanken woanders.
Und postet einfach fleißig weiter Kommentare, Fragen. Wie gesagt, egal ob schwachsinnig oder sinnvoll, ist egal. Postet eure Fragen. Ich werde sie beantworten. Wo wir bei Kommentaren sind. Genau. Gut, dass du mich dran erinnerst. Wobei wir bei Kommentaren sind, ich habe die letzten zwei Folgen auch einen Kommentar vorgelesen. In der letzten zwar auch verspätet, weil vergessen. Diesmal kommt es wenigstens in der Folge anstatt als Anhang. Und zwar ist das ein Kommentar von Schneekugel HD. Nochmal. Genau. Schon wieder. Wieder du. Wieder du. Du bist so Fame hier drin. Ja, genau. Schneekugel HD. Bing und so. Und zwar folgendes Kommentar, das wird der Schippo jetzt wieder vorlesen. Bau dir mal ein anständiges Haus, Mann. Nee, Spaß. War wieder ein schönes Let's Play. Weiter so. Mehr davon. Produzieren wir gerade. Es kommt doch mehr. Toll, oder? Chillig. Ihr werdet nicht verschont. Es kommt noch mehr. Es tut uns so leid. Bleib geschmeidig, mein Freund. Genau. Hier ist doch schon der neue Part. Genau. Einfach ruhig bleiben. Parts weiter gucken. Anständiges Haus, ja. Als anständig komm, würde ich das noch. Jetzt auch nicht bezeichnen, aber ist ein Haus. Ja? Es folgt. So, auf jeden Fall, danke für das nette Kommi. Einfach weiter posten. Ihr merkt ja, es bringt euch was. Wir erwähnen euch. Ja. Drama-Button. Den muss ich irgendwo einbauen. Egal. Auf jeden Oder Fall, ich lasse ihn demnächst einfach offen und drücke mal drauf. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Fleißig weiter kommentieren. Wenn ihr Bock habt, ihr kennt das alles ja hier mit den Däumchen und den ganzen anderen Driss. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Part. Und schaltet dann am besten wieder ein und postet und tut irgendwas, Mann. Du darfst Ciao. Auch Tschüss sagen. Jetzt sag anständig Tschüss, ohne dass ich dir dazwischen rede. Okay. Bis dann, liebe Leute. Schaut weiter zu. Daumen hoch, kommentieren, liken, oh bitte. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Dings. Sag was. Penis. Penis. So.